Alan Turing 1912 bis 1954 Wissenschaftler selten Sie seltsam kennen Sie oder die seltsam kennen Sie Alan Mattison Turing LFNMSFNTJF 23. Juni 1912 in London, Y 7. Juni 1954 in Wilmslow, Cheshire, war ein britischer Logiker, Mathematiker und Kryptoanalytiker. Er gilt heute als einer der einflussreichsten Theoretiker der frühen Computerentwicklung und Informatik. Turing schuf einen großen Teil der theoretischen Grundlagen für die moderne Informations- und Computertechnologie. Als richtungsweisend erwiesen sich auch seine Beiträge zur theoretischen Biologie. Das von ihm entwickelte Berechenbarkeitsmodell der Turing-Maschine bildet eines der Fundamente der theoretischen Informatik. Während des Zweiten Weltkrieges war er maßgeblich an der Entzifferung der mit der Enigma verschlüsselten deutschen Funksprüche beteiligt. Der Großteil seiner Arbeiten blieb nach Kriegsende jedoch unter Verschluss. Turing entwickelte 1953 eines der ersten Schachprogramme, dessen Berechnungen er mangels Hardware selbst durchführte. Nach ihm benannt sind der Turing Award, die bedeutendste Auszeichnung in der Informatik, sowie der Turing-Test zum Nachweis künstlicher Intelligenz 1. Turings Vater Julius Mattison Turing, ein britischer Staatsdiener in Kharagpur, Indien, und dessen Frau Ethel, geborene Stonai, wollten, dass ihr Kind in Großbritannien geboren wird. Deshalb kehrten sie nach London Paddington zurück, wo Alan Turing am 23. Juni 1912 zur Welt kam. Da der Staatsdienst seines Vaters noch nicht beendet war, pendelte dieser während Turings Kindheit zwischen England und Indien. Seine Familie ließ er aus Furcht vor Gefahren in der britischen Kolonie bei Freunden in England zurück. Schon in frühester Kindheit zeigte sich die hohe Begabung und Intelligenz Turings. Es wird berichtet, dass er sich innerhalb von 3 Wochen selbst das Lesen beibrachte und sich schon früh zu Zahlen und Rätseln hingezogen fühlte. Im Alter von 6 Jahren wurde Turing nach St. Michaels in eine Ganztagsschule geschickt. Seine Klassenlehrerin erkannte frühzeitig seine Begabung genauso wie viele seiner späteren Lehrer im privaten Marlborough College. In Marlborough berichtete Turing erstmals von Problemen mit Mobbing 1926, im Alter von 14 Jahren, ging er ins Sherborne-Internat in Dorset. Sein erster Schultag in Dorset fiel auf einen Generalstreik in England. Turing war jedoch so motiviert, dass er die 60 Meilen von Southampton zur Schule allein auf dem Fahrrad zurücklegte und dabei nur einmal in der Nacht an einer Gaststätte Halt machte, so berichtete jedenfalls die Lokalpresse. Turings Drang zur Wissenschaft traf bei seinen Lehrern in Sherborne auf wenig Gegenliebe. Sie setzten eher auf Geisteswissenschaften als auf Naturwissenschaften. Trotzdem zeigte Turing auch weiterhin bemerkenswerte Fähigkeiten in den von ihm geliebten Bereichen. So löste er für sein Alter fortgeschrittene Aufgabenstellungen, ohne zuvor irgendwelche Kenntnisse der elementaren Infinitesimalrechnung erworben zu haben. Im Jahr 1928 stieß Turing auf die Arbeiten Albert Einsteins. Er verstand sie nicht nur, sondern entnahm einem Text selbstendlich Einsteins Bewegungsgesetz, obwohl dieses nicht explizit erwähnt wurde. College- und theoretische Arbeiten bearbeiten Turings Widerstreben, für Geisteswissenschaften genauso hart wie für Naturwissenschaften zu arbeiten, hatte zur Folge, dass er einige Male durch die Prüfungen fiel. Weil dies seinen Notendurchschnitt verschlechterte, musste er 1931 auf ein College zweiter Wahl, das King's College, Cambridge, gehen, entgegen seinem Wunsch, am Trinity College zu studieren. Turing studierte von 1931 bis 1934 unter G. H. Hardy, einem respektierten Mathematiker, der den Sadleirianshire in Cambridge innehatte, das zu der Zeit ein Zentrum der mathematischen Forschung war. Eine Band-Turing-Maschine, abstraktes Modell eines Rechners, der mit nur 3 Operationen, Lesen, Schreiben und Kopf bewegen, sämtliche berechenbaren Probleme lösen kann, in seiner für diesen Zweig der Mathematik grundlegenden Arbeit Uncomputable Numbers. With an Application to the Entscheidungsproblem, 28. Mai 1936, formulierte Turing die Ergebnisse Kurt Gödel's von 1931 neu.
Er ersetzte dabei Gödels universelle, arithmetisch basierte formale Sprache durch einfache, formale Geräte, die heute unter dem Namen Turing-Maschine bekannt sind. Entscheidungsproblem verweist auf eine Problemstellung, die David Hilbert in seinen Problemen formuliert hatte. Turing bewies, dass solch ein Gerät in der Lage ist, jedes vorstellbare mathematische Problem zu lösen, sofern dieses auch durch einen Algorithmus gelöst werden kann. Auch wenn aufgrund der schlechten Performance keine Turing-Maschine praktische Anwendung finden wird, so sind Turing-Maschinen doch bis zum heutigen Tag Schwerpunkt der theoretischen Informatik. Mit Hilfe der Turing-Maschine gelang es Turing zu beweisen, dass es keine Lösung für das Entscheidungsproblem gibt. Er zeigte also, dass die Mathematik nicht nur unvollständig ist, sondern auch, dass es im Allgemeinen keine Möglichkeit gibt zu sagen, ob eine bestimmte Aussage beweisbar ist. Dazu bewies er, dass das Halteproblem für Turing-Maschinen nicht lösbar ist, d.h., dass es nicht möglich ist, algorithmisch zu entscheiden, ob eine Turing-Maschine jemals zum Stillstand kommen wird. Obwohl Turings Beweis erst nach dem von Alonzo Church mit Hilfe des Lambda-Kalküls geführten Beweis veröffentlicht wurde, so ist Turings Arbeit doch beträchtlich populärer, da einfacher und intuitiver zugänglich. Auch war der Begriff der universellen Turing-Maschine neu, einer Maschine, welche jede beliebige andere Turing-Maschine imitieren kann. 1938 und 1939 verbrachte Turing zumeist an der Princeton University und studierte dort unter Alonzo Church. 1938 erwarb Turing den Doktortitel in Princeton. Seine Doktorarbeit führte den Begriff der Hyperkomputation ein, bei der Turing-Maschinen zu sogenannten Orakelmaschinen erweitert werden. So wurde das Studium von nicht algorithmisch lösbaren Problemen ermöglicht. Nach seiner Rückkehr nach Cambridge im Jahr 1939 besuchte Turing Vorlesungen von Ludwig Wittgenstein über die Grundlagen der Mathematik. Die beiden diskutierten und stritten vehement. Turing verteidigte den mathematischen Formalismus, während Wittgenstein der Meinung war, dass Mathematik überbewertet sei und keine absolute Wahrheit zutage bringen könne. Kryptoanalyse bearbeiten. Nachbau einer Turing-Bombe. Während des Zweiten Weltkriegs war Turing einer der herausragenden Wissenschaftler bei den erfolgreichen Versuchen in Bletchley Park, verschlüsselte deutsche Funksprüche zu entziffern. Er steuerte einige mathematische Modelle bei, um sowohl die Enigma- als auch Fish-Verschlüsselungen zu dechiffrieren. Die Einblicke, die Turing bei den Fish-Verschlüsselungen gewann, halfen später bei der Entwicklung des ersten digitalen, programmierbaren elektronischen Röhrencomputers ENIAC. Konstruiert von Max Neffmann und seinem Team und gebaut in der Post Office Research Station in Dolly's Hill von einem von Thomas Flowers angeführten Team im Jahr 1943, entzifferte Colossus die Fischchiffern. Weiterhin half Turing die sogenannten Bomben zu konstruieren. Diese Rechenmaschinen wurden wegen ihres Tickings so genannt und waren eine weiterentwickelte Version der von dem Polen Marian Rejewski konstruierten Bombermaschinen zur Suche nach den Schlüsseln für Enigma-Nachrichten. Dabei handelte es sich um elektromechanische Geräte, die mehrere nachgebaute Enigma-Maschinen verbanden und so in der Lage waren, viele mögliche Schlüsseleinstellungen der Enigma-Nachrichten durchzutesten und gegebenenfalls zu eliminieren. Turings Mitwirkung als einer der wichtigsten Codeknacker bei der Entzifferung der Enigma war bis in die 1970er Jahre geheim, nicht einmal seine engsten Freunde wussten davon. Es ist heute unbestritten, dass die aus Turings Arbeit resultierenden Entzifferungen geheimer deutscher Funksprüche für den Sieg im U-Boot-Krieg eine kriegsentscheidende Komponente gewesen sein könnten. Arbeit an früheren Computern. Der Turing-Test bearbeiten. Von 1945 bis 1948 war Turing im Nationalphysiklaboratory in Teddington tätig, wo er am Design der ACE, Automatic Computing Engine, arbeitete. Der Name der Maschine ist abgeleitet von der Analytical Engine des Mathematikers Charles Babbage, dessen Werk Turing zeitlebens bewunderte. Ab 1948 lehrte Turing an der Universität Manchester und